Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video geht es um den Beckenboden, um Rückbildung und Beckenbodentraining. Weil ich selbst dafür keine Expertin bin, habe ich mir eine Expertin für dieses Video geholt. In diesem Video soll es um das spannende Thema Rückbildung gehen. Vielleicht hast du gerade ein Kind bekommen und denkst, so langsam möchtest du mit der Rückbildung beginnen, mit der Festigung des Beckenbodens. Und darüber spreche ich in diesem Video mit einer Interviewpartnerin, mit Christina vom Glücksmama-Studio. Sie ist da absoluter Profi und kennt sich richtig gut aus. Und in diesem Video wird es auch eine Übung geben, die du dann gleich mitmachen kannst. Es ist ganz egal, ob du dafür stehst, liegst, sitzt. Ja, und das reicht sogar auch, wenn du es dir einfach nur vorstellst, also wenn du einfach in den Gedanken dem folgst, was Christina sagt. Wir sprechen auch über Tantienika, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist eine sehr intensive Möglichkeit, mit dem Beckenboden zu arbeiten. Christina hat daraus eine eigene Methode entwickelt, die mehr dein Baby oder deinen Alltag als Mama eben auch mit reinnehmen. Das heißt also, wie kannst du dein Kind hochheben und dabei auch deinen Beckenboden trainieren und, und. Und wenn du Videos spannend findest rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, dann abonniere gerne meinen Kanal, gib mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat und aktiviere auch gerne die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Christina, ich freue mich total, dass ich heute hier zu Besuch bin, dein super schönes Glücksmama-Studio mir angucken kann. Wir sind jetzt hier gerade ein bisschen verschwunden im Büro, aber das ganze Studio ist einfach nur ein Mama-Traum, glaube ich. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja. Und dass wir den Weg zueinander gefunden haben. Ja. Es war auch schön, weil wir uns jetzt gerade auch persönlich bei dem Event Wir für dich haben wir uns getroffen. Ne? Ja. Ich habe dich natürlich sofort erkannt. Also jeder, der gerade zuschaut und nicht nur zuhört, weiß warum. Wegen der Brille. Ja, das ist so ein bisschen mein Markenzeichen geworden. Mhm. Ich werde auch ganz oft gefragt, ob die wirklich Schärfe hat. Hat sie denn? Oder Stärke. Hat sie, ja. Ja. Hat sie. Wir wollen heute über Rückbildung sprechen. Ja. Was kann man Schönes für seinen Beckenboden tun, wenn man ein Kind bekommen hat oder vielleicht auch schon vorher oder vielleicht auch, wenn es schon ein bisschen her ist. Was ist denn das Ideale? Also wann wäre der ideale Zeitpunkt, um anzufangen? Also ich sag mal so, der ideale Zeitpunkt ist im Grunde in der Schwangerschaft. Mhm. Okay. Weil der Körper macht da so eine Veränderung durch. Die Bauchmuskeln, die öffnen sich in der Schwangerschaft, die schaffen dem Baby Platz. Dadurch fällt natürlich eine große Muskelgruppe schon mal weg, ne, die sonst einfach mitrackert. Mhm. Und das Gewicht des Kindes, je größer die Gebärmutter wird in der Schwangerschaft, umso mehr hat natürlich der Beckenboden, der das Becken nach unten abschließt, auch mitzutragen. Mhm. Und ich stelle es einfach in meinen Babybauchkursen fest, dass die Mama, wenn sie sich auf die Körperhaltung in der Schwangerschaft mit konzentriert und wie sie einfach den Beckenboden aktiv mitnehmen kann, mit diesem wachsenden Babybauch, dass sie viel, viel leichter durch den Alltag kommt, je größer der Bauch wird, ne? Vor allem, wenn man vielleicht schon ein Kind geboren hat oder zwei Kinder schon geboren hat. Mhm. Und dann ist es natürlich auch wichtig, den Zugang zu finden, okay, wie lasse ich aber auch los? Ja. Ne? Und das machen wir auf jeden Fall auch in den Babybauchkursen. Mhm. Und wenn da schon mal dieser Zugang zum Beckenboden gelegt wird, habe ich immer das Gefühl, dass der Einstieg in die Rückbildung viel leichter ist, weil die Mama hat einfach schon was von den Sitzbeinhöckern gehört. Mhm. Die hat schon mal was von den Schließmuskeln gehört. Die hat ein Gefühl dafür, was tut meinem Beckenboden gut, was sollte ich vielleicht vermeiden. Mhm. Und im Grunde ist es überhaupt ein super Zeitfenster, wenn man Kinder bekommt, was für den Beckenboden zu machen. Ne? Ja, ja. Und nicht erst, wenn man, ich sag mal, alt ist und Probleme mit dem Beckenboden hat. Ja, ja.
Naja, und man hat natürlich dann auch immer so eine Herausforderung, was den Beckenboden angeht, indem man halt eben das Kind wieder auf den Arm nimmt und wieder absetzt. Also man hat Ja, ständig genau. dieses Hoch, Runter und da eben auch vielleicht zu lernen, ne? Wie kann ich das so machen, dass es den Beckenboden auch schont? Genau, also der Beckenboden ist ja ein Halte-, Hebe- und Tragemuskel, den wir also im Alltag super benutzen können. Aber klar, man muss halt wissen, wie. Ne? Was mache ich eigentlich, wenn ich Sachen aufhebe? Also wir machen in den Rückbildungskursen so viele Alltagsübungen. Also da üben wir, wie wir das Kinderzimmer mit den Kindern zusammen aufräumen und den Beckenboden dabei aktivieren. Ja. Weil das sind ja die Sachen, die man einfach mal über Jahre jeden Tag hat. Genau, Ne? genau. Und Ja, das stimmt. Genau. Viele Frauen bekommen ja die Empfehlung auch, mit Kantienika zu arbeiten. Ja. Du selber hast die Ausbildung gemacht. Magst du noch ein bisschen erzählen, ein bisschen genauer erzählen, was Kantienika eigentlich bedeutet, was das ist? Ja, gerne. Also Kantienika ist ein nicht so einfaches Wort, ne? Also haben wir gerade schon genau, festgestellt. Wenn die Mamas uns auch auf dem AB sprechen, dann ist es oft ganz, dass sie sich dann dafür entschuldigen, dass sie es gar nicht richtig aussprechen können. Aber das ist eine Methode, die aus der Schweiz kommt. Die wurde von Benita Canteni entwickelt. Und in diese Methode fließen verschiedene Sachen von Spiraldynamik und Kalanetics. Sagt dir sowas noch? Ja, das ist doch so eine ganz alte, Genau. aus den 80ern oder Genau. so eine komische Mamas sehen wieder schön aus, Muskel irgendwas. Auf Dings, jeden oder? Fall was Altes, also schon eine Körperarbeit, die sehr speziell ist. Und Benita Canteni hat sozusagen ja ihre eigene Methode entwickelt und hat es dann Cantenica genannt. Und es geht bei der Cantenica-Methode im Grunde um die anatomisch korrekte Körperausrichtung und um die Arbeit mit dem Levator Ani. Das ist der Anushebermuskel, die tiefe Beckenbodenschicht, die inneren Organe trägt, also die Blase, die Gebärmutter, den Enddarm. Und der Beckenboden ist ja, also das sind ja drei Schichten. Ne? Man hat die äußere Schließmuskulatur, die sich wie so eine Acht um Vaginalöffnung und um den Afterschließmuskel legt. Dann hat man die mittlere Schicht und die tiefe Beckenbodenschicht, die wie so ein Trichter aussieht. Ja. Und auf diesen Trichter wird ein sehr großer Fokus gelegt. Und genau, und die Arbeit mit den Sitzbeinhöckern, über die du den Levator Ani in die Aktivität bekommst. Ich probiere die ganze Zeit rum und ich glaube, alle, die uns jetzt gerade zuhören oder zuschauen, sind auch so, Sitzbeinhöcker. Ich dachte nämlich immer, wenn man Beckenbodentraining macht, sollte man äußerlich gar nichts merken. Also wenn ich die Sitzbeinhöcker sozusagen, also da genau, die Muskulatur, der Po darf nicht ne? mitmachen. Der Po darf, weil dann würde ich ja genau. quasi hüpfen. Genau, genau. Das, das ist, nicht. Das, und das ist auch die Herausforderung, dass die äußere Muskulatur entspannt bleibt. Also auch die Oberschenkel, dass wirklich 100% Bam, Power in den Beckenboden kommt. Und das ist am Anfang gar nicht so easy zu spüren. Also ich arbeite mit den Frauen viel auf dem Hocker, um schon mal so eine, ne, dann da spürt man die Sitzbeinknochen gut, man kann das Sitzfleisch zur Seite ziehen und hat nochmal einen guten Kontakt. Und wichtig ist auf jeden Fall immer, dass man für die Übungen korrekt ausgerichtet ist. Und ich sage mal so, das ist halt auch ein bisschen die Herausforderung, wenn man alleine übt, dass man vielleicht wirklich sich vor einen Spiegel setzt oder stellt und guckt, okay, wie stehe ich denn oder wie sitze ich denn? Und das Allerätzendste für den Beckenboden, was man machen kann, ist das Schlumpfen. Genau, ich zeige das einfach mal kurz. Also jetzt bin ich aufgerichtet. Ne, ich stelle mir jetzt vor, dass ich die goldene Krone aufsetze. Und wenn ich jetzt mich hängen lasse, wenn der Oberkörper nach unten hängt, dann legt sich mein Bauch in Falten, meine Brust hängt und die Organe werden nach unten in den Beckenboden gedrückt. Und wenn ich das jeden Tag ganz oft mache, dann ist der Beckenboden einfach belastet. Also okay. Ne, dann gibt es einen Druck nach unten und vor allem, wenn man geboren hat und sich der Körperschwerpunkt wieder verlagern muss, dann und man überhaupt erstmal wieder so ein Gefühl für die Körpermitte aufbaut, dann ist das so wichtig, sich immer wieder wirklich aufzurichten und den Organen den Raum zu geben, damit einfach der Beckenboden frei ist. Also ja. ich spreche in meinen Kursen auch oft von dem Organsog.
Dass man, dass die Mamas sich vorstellen, dass sie die Blase, die Gebärmutter, den Enddarm so ganz zart nach oben saugen, ohne festzumachen, sondern. Es ist spannend, dir zuzuhören, wenn man die ganze Zeit anfängt, sich auszurichten und zu spüren. Ah ja, Und das ist halt, das ist grundsätzlich so eine fantastische Prävention für die Frauengesundheit, wenn die Körperhaltung im Fokus steht. Und genau, das habe ich einfach in den letzten 7 Jahren sehr, sehr stark gemacht und habe auch einfach diese Erfahrung, was die Mamas rückmelden. Also viele kommen ja völlig untrainiert in die Kurse, was ja auch total okay ist, ne? Es gibt ja Frauen, die haben auch vor der Schwangerschaft keinen Sport gemacht und haben dann aber das Gefühl, oh, jetzt bin ich vielleicht schwanger oder habe das Kind geboren, ich muss jetzt was machen, ich will was machen. Und das ist halt eine Schraube, an der kannst du sofort drehen. Wenn du vielleicht einen Job hast, wo du viel am Computer sitzt, dann sind die Schultern oft nach vorn gefallen. Und du kannst dich immer wieder aufmachen, ne? Die Schlüsselbeine in die Weite ziehen, die Oberarmkugeln öffnen. Und das schönste Bild für mich ist wirklich, die goldene Krone sich aufzusetzen, weil jede Königin, die schlumpfen würde, die Krone würde runterfallen. Naja, wenn man ganz Entweder nach geschickt. hinten vorn oder nach vorne fallen. Ja, stimmt, Genau, und es ist wirklich nie zu spät, mit der Beckenbodenarbeit anzufangen. ja. Hast du schon mal einen Katheterkurs selber gemacht? Nee, wirklich nie. Okay. Ich war leider, muss ich ganz ehrlich gestehen, immer ein bisschen nachlässig mit meinem Beckenboden. Und ich denke jetzt so, ha, ich sollte mal wenigstens nachholen. Ich weiß, dass es Ja. wirklich wichtig ist, nach der Geburt sich um den Beckenboden zu kümmern. Ja, und es ist nie zu spät. Vielen Dank. Ja, es ist wirklich Das nie zu beruhigt spät. mich. Ja, das finde ich auch großartig. Und was mich an der Methode so fasziniert hat, ist im Grunde, dass dieses Ausrichten des Körpers in die anatomisch korrekte Körperhaltung und dass das halt super viel Einfluss einfach auf die Rückenmuskulatur, auf die Bauchmuskeln, auf den Beckenboden hat, wie man überhaupt sitzt, wie man steht. Ah, okay. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich es für mich super schnell in den Alltag eingebunden habe. Und dass diese Verbindungen, die Benita Cantini da gestrickt hat, dass sie halt sehr schlau sind. Und ich hab dann meine ersten Rückbildungskurse gegeben und habe den Fokus sehr stark komplett auf Cantenica gelegt und habe aber in den Kursen mit Babys gemerkt, dass es oft unruhig wurde, ne? Was ja ganz Durch die klar ist, Kinder durch die halt einfach, Kinder. ja. Und dass die Mama dann sozusagen sich gar nicht so gut konzentrieren konnte. Also dass nach einer Stunde zieh bitte deinen Sitzbeinhöcker zur rechten Ferse und schiel dabei mit deinem Ohrläppchen noch hoch zur Decke. Das ist einfach, dass die Mütter sind danach raus, hatten so einen Kopf und dann habe ich angefangen, einfach aus meinem sportwissenschaftlichen Hintergrund, also ich bin ja Sportwissenschaftlerin, nochmal also für mich einfach eine Glücksmama-Methode auch zu entwickeln, die Mamas noch mehr im Alltag abholt. Ja, du hast ja hier eben dieses Studio gegründet, Glücksmama, wo man eben auch deine Kurse machen kann und vielleicht magst du dazu auch noch mal was erzählen und sagen. Ja, gerne. Genau, wir haben am 4. Mai jetzt 2019 haben wir eröffnet. Und für mich ist mit dem Studio wirklich so ein krasser Traum in Erfüllung gegangen. Also ich habe im Grunde seit der Gründung von Glücksmama 2010, genau, das ist auch schon eine Weile her, hab ich ja viele Locations angemietet und hab mich da, hab, haben, wir haben da die Kurse gegeben. Und ich habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, ich brauche irgendwas Eigenes, wo ich den Mamas den Tee servieren kann, den ich irgendwie gut finde. Und wenn ich noch 10 Teelichter mehr anmachen will, dass das okay ist. Und dann haben wir tatsächlich so schnell 2018 diese Location hier gefunden, die war noch im Rohbau. Genau, und was wir jetzt hier in dem Studio schaffen, ist so ein Hotspot für die Mamas, die einfach Schwangerschaftskurse machen wollen. Also Rückbildungskurse, auch Kurse für Babys. Also wir bieten auch Spielzeitkurse an und Babymassage und Pickler.
Baby Steps. Ja. Genau, und das ganze Kursportfolio wird quasi gerade noch ausgebaut, ne? Weil wir jetzt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten haben. Ja, na klar. Ihr habt zwei Kursräume, glaube ich, auch, ne? Genau, wir haben zwei Kursräume, einen großen Raum, einen kleinen Raum. Und wir bauen ja auch unseren Weiterbildungszweig weiter aus, also die Weiterbildung für Hebammen und Physiotherapeutinnen, die ihren Rückbildungskurs pimpen wollen und den neuen Input wollen, genau. Ja, sehr schön. Nee, es ist echt, also das ist echt toll, wenn man hier reinkommt, das ist wirklich gleich ein Traum, ein Mädchentraum. Ja, schön, dass du ein da bisschen. Bist. Ja, total. Und du hast aber auch Online-Produkte entwickelt, was vielleicht ja auch für die ein oder andere Mama, die gerade zuhört, interessant sein kann. Genau. Ich habe, als ich 2017 mit meiner Tochter, mit meinem zweiten Kind schwanger war, da habe ich den ersten Online-Kurs produziert, den Babybauch-Vitalkurs. Mhm. Das ist ein 8-wöchiger Präventionskurs, den man also von der Krankenkasse bezuschusst bekommt. Und in diesem Kurs geht es um die körperliche Vorbereitung auf die Geburt. Also ich habe ein Fitnessprogramm entwickelt, was die schwangeren Frauen begleitet einfach. Mhm. Ja, und es gibt auch noch einen anderen Kurs, den du vorbereitet hast schon, also einen Online-Kurs. Genau. Ja. Genau, das ist der Rückbildungskurs. Das ist auch wieder ein 8-wöchiger Kurs, der 8 verschiedene Schwerpunkte hat und wo es auf das Thema Rückbildung geht. Und genau, ich habe den Kurs 5 Monate nach der Geburt meiner Tochter gedreht. Der 8-wöchige Kurs, der ist ohne Baby gedreht, aber ich habe mit ihr noch ein 120-minütiges, kompaktes Rückbildungsprogramm. Das gibt es dann, ist das dann Teil dieses Online-Kurses oder ein zweites? Oder? Also die Mamas, die den 8-wöchigen Rückbildungskurs kaufen, die kriegen automatisch diese 120 Minuten mit Baby dazu, weil da zeige ich auch noch mal ein paar andere Übungen, ne? Baby halten, Baby tragen. Und ansonsten kann man den aber auch unabhängig von dem 8-wöchigen Kurs kaufen. Ja. Genau. Ja. Und du hast noch eine Übung mitgebracht, die man jetzt einfach so zwischendurch nebenbei machen kann. Ja, genau. Und zwar, weil ja das Allerbeste für den Beckenboden die Körperhaltung ist, würde ich sagen, legen wir einfach mal den Fokus auf die Körperhaltung. Also es ist jetzt egal, ob du sitzt, ob du stehst, ob du liegst, ist eigentlich auch egal, weil es geht jetzt darum, dass du dir einmal vorstellst, dass dein Oberkörper sich raushebt aus deinem Becken. Mhm. Also dass er wie schwerelos über deinem Becken schwebt. Und dann ziehst du in deiner Vorstellung die Bauchmuskeln an deine Wirbelsäule heran. Also die ganze Länge deines Bauches schmiegst du an deine Wirbelsäule. Und mit deinen Rückenmuskeln machst du das Gleiche. Du schmiegst die nach vorne. Genau, du schmiegst deine Rückenmuskeln an die Wirbelsäule. Mhm. Du kannst dir das auch ein bisschen so vorstellen, dass der Oberkörper wie so ein Sandwich ist. Also die vordere Brothälfte der Bauch, die hintere Brothälfte der Rücken und in der Mitte die Wirbelsäule ist der Käse. Du bist ja Vegetarierin, ne? Ja. Genau. Und kannst du noch ein Salatblatt mit reinlegen? Woher weißt du das? Weil du mir das in der E-Mail geschrieben hast. Ach, weil du gefragt hast, ob ich was essen will. Genau. Stimmt, ich krieg gleich noch was zu essen. Genau. Und dieses Sandwich, das hältst du einmal. Und dann lässt du deine Schlüsselbeine in die Weite fliegen. Deine Oberarmkugeln öffnen sich nach außen. Genau, super. Deine Schulterblattspitzen ziehen ganz karamellzart nach unten Richtung Gesäßtaschen. Dein Kinn ist im rechten Winkel zum Hals. Und dann stellst du dir vor, dass deine Ohrenspitzen so kleine Elfenohrspitzen nach oben machen. Das macht was hier hinten im Nacken. Das ist interessant. Deine Gesichtszüge sind ganz weich, deine Kiefergelenke sind entspannt. Das ist auch für alle Schwangeren wichtig für die Geburt. Sehr wichtig. Und ist auch im Mama-Dasein wichtig, finde ich. Also wenn meine Kinder mich stressen, dann mache ich immer die Kiefergelenke. Kiefer locker. Und dann setzt du dir eine goldene Krone auf. Wenn du jetzt hier so schön ausgerichtet bist, stellst du dir einmal vor, dass du durch deine Sitzbeinknochen tief einatmest, die dabei zart zusammenziehst, wirklich nur in deiner Vorstellung ziehst du die zusammen. Du atmest deine Wirbelsäule entlang nach oben und du atmest durch deine goldene Krone eine Konfettifontäne aus. Und diese Konfettifontäne, die kannst du dir
Gold vorstellen oder bunt oder was auch immer, was aus dieser Fontäne rauskommt. Wichtig ist mir einfach, dass die Länge bleibt. Dass du also nicht einatmest und lang wirst und mit dem Ausatmen wieder zusammensinkst, sondern dass du mit der Einatmung in die Länge gehst und die Sitzknochen mit in die Wahrnehmung nimmst, die tiefe Beckenbodenschicht aktivierst. Aber kann ich auch ganz bewusst meinen Beckenboden dabei anspannen? Also wie man das so... Ja, der wird angespannt in dem Moment, wo die Sitzknochen sich Richtung Damm aufeinander zubewegen. Das ist es sozusagen. Das ist es, genau. Genau, das sitzt. Und das passiert auch wirklich nur in der, also das kannst du nur in der Vorstellung auch machen, weil die Sitzknochen, die bewegen sich nicht so aufeinander zu. Ne? Das ist ganz mini, diese Bewegung. Aber das hat nichts mit den Po-Muskeln zu tun. Nee, hat nichts mit den Po-Muskeln zu tun. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, ne? Da zart zu denken und nicht, also normalerweise ist es so, wenn wir einen Muskel trainieren, dann wollen wir immer sofort ein Ergebnis sehen. Beim Beckenboden ist es so, dieser tiefe Muskel, der ist ja versteckt, der ist ja im Körper drin. Ich sehe den von außen gar nicht. Meine Schließmuskulatur wiederum, die, ich kann jetzt meine Hände auf den Damm legen und dann spüre ich, wenn ich die Schließmuskeln bewege, dann spüre ich das auch außen. Ah, okay. Das heißt, ich habe wahrscheinlich immer einfach zu oberflächlich trainiert. Also wirklich, weil ich habe das Gefühl, ja, ich kann ja meinen Beckenboden anspannen. Hast du immer nur den Po angespannt? Nö, aber ich kann ja alles an, also ich kann ja auch alles anspannen. Ja, ja, nee, wenn man es isoliert betrachtet, was halt sinnvoll ist, weil das ja ein Muskel für sich auch ist, dann ganz klein und zart arbeiten. Und es ist auch, also Sportler trainieren ja auch ganz viel nur so über Vorstellungen, ne? Das ist auch ein Teil meines Kurses. Ja, weil Muskulatur folgt der Vorstellung. Bei mir ist es halt dann nur Vorstellung. Ja, aber das ist im Grunde, ne, also ich sage ganz oft meinen Mamas auch, ihr könnt euch auch nur vorstellen, dass ihr die Sitzknochen zusammenzieht und ihr werdet was spüren. Oder dass ihr die Organe, dass ihr den Raum gebt. Vor allem so ist dann so ein Beckenbodentraining auch nicht mehr so anstrengend und unangenehm. Ich fand das immer so ein bisschen anstrengend und unangenehm, wenn man das so sich so hochspiralt und das ist immer so anstrengend. Aber so finde ich, ist es ja was sehr Angenehmes, weil man sofort auch merkt, dass man so eine Weite kriegt. Genau. Darum geht es im Grunde auch, ne? Dass so der ganze Körper mitmacht. Was ich zum Beispiel, also worauf ich ganz allergisch reagiere, wenn ich irgendwo in Kursen höre, Bauch anspannen, Beckenboden anspannen. Ja. Weil was macht das? Das. Also ich werde hier klein und spann an. Aber was soll ich denn anspannen? Aber du hast ja jetzt auch gesagt, den Bauch ziehen zur Wirbelsäule. Damit spanne ich ja auch die Bauchmuskeln an. Genau, aber in der Länge, ne? Das macht ja nicht das Klappmesser so zusammen, sondern in dem Moment, wo du die ganze Bauchdecke an die Wirbelsäule ziehst, hast du so eine tiefe Grundspannung. Oben. Genau. Und bist... Genau, du bist grundaufgespannt und nicht einfach nur so aufgespannt, also nicht nur so angespannt. Du machst die Bauchmuskeln nicht klein. Unser Ziel ist, dass die Bauchmuskeln lang werden. Ah, okay. Genau. Also im Grunde, ich würde mal sagen, ich bin bestimmt 2 Zentimeter größer geworden, seitdem ich das mache. Aha. Ja. Also wenn du nicht im Alter kleiner werden möchtest, dann immer schön aufrichten und Krone aufsetzen. Genau. Christina, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön, gerne, sich mit dir zu unterhalten. Ich habe auch wieder was gelernt ein bisschen. Das finde ich auch immer spannend, wenn ich jemanden interviewe, dass ich auch selber noch was lernen darf. Und wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das denn am einfachsten machen? Oder was gibt es da für Wege? Genau, am allereinfachsten ist es, auf unsere Webseite zu gehen, glücksnummer.de. Ja, genau. Und schreibe ich natürlich auch in die Shownotes. Oder eine E-Mail zu schreiben an, also hier für das Studio, ist das studio@glücksmama.de. Oder auf Instagram, da treiben wir uns auch rum. Da heißt du auch Glücksmama, ne? Genau, Glücksmama Berlin, weil Glücksmama war schon weg. Oh, okay. Aber Glücksmama Berlin, genau. Super, ja. Vielen, vielen Dank. Gerne, bis bald. Bis bald.
Ich hoffe, dir hat dieses Video gut gefallen und konntest viel für dich mitnehmen. Wenn du Interesse hast, dann geh gerne bei Christina einmal auf die Seite, um zu schauen, ob vielleicht ein Rückbildungskurs bei ihr passend wäre oder vielleicht auch der Online-Rückbildungskurs. Ich werde dir das natürlich alles hier unten in der Infobox verlinken. Und ja, wenn du Fragen hast, dann stell sie auch gerne in den Kommentaren. Abonniere meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und drück auch gerne auf die Klingel, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn es ein neues Video von mir gibt. Tschüss, mach's gut!